Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge für Karte in Spiel 7 DSOD. Wir sind wieder zurück von der Jagd. Mittlerweile haben wir gute Munition gesammelt. Toolkit, ein paar Bretter haben wir noch. Reichlich andere Munition, ne? Sunny-Kasten für den Fall der Fälle. Verband noch. Ja, und Turret, hier oben stehen am Dach. Tabletten. Ja, was machen wir jetzt? Normalerweise müsste halt Blutmond sein. Möchte ungern noch groß was anfangen. Was wir machen können, um aufwerten. Habe ich noch Eisen drin? Da habe ich schon was. Dann müssen wir schauen. Ja, das ist reichlich, ne? Was gibt hier Schönes? Pflastersteine. Ah. Mal gucken, was Schönes sind da. Noch bauen können. Jetzt finde ich unsere Dinger nicht. Ach, da unten sind sie. Hier vorbei. Blackstone. Machen wir 100. Jo, ne? Ich muss den Gepäck packen. Ja. Das ist Quatsch. Das sollte ich haben. Follow it nicht. Farmdinger sind aktuell nicht Mama 250. Dann können wir im Keller noch ein bisschen was tun und nachher später was ausbessern. Nehmen wir gleich 10 mit. Und die können wir reinpacken ins Gepäck. Und gleich nochmal das gleiche herstellen. Im Anschluss. So, 25, dann schauen wir mal 26, da können wir in den Keller gehen und da mal ganz kurz was bauen. Gescheiten Durchgang. Natürlich hoffe ich, wir sind soweit vor. Wir stellen gerade aktuell Eisen her. Wir könnten ja noch unsere Eisengitter aufwerten. Beziehungsweise hier oben in der Umrandung Eisengitter bauen. Man weiß ja nie, ne? So, stellen wir Inventar her. So. Was wollte ich herstellen? Habe ich irgendwie Dinge zum Lernen? Nö, nee, nichts da. Das sind die Äußeren. Man kann hier aufwerten, wenn man es umhaben möchte. Ne? So, gehen wir nach oben. Keller können wir später machen. Das will ich auch mal umbauen, dass wir besser hochkommen können. So, schauen wir Umgebung. Alles weit sauber. Hier sollen ja später ein Balkon kommen, so wie da, und in der Mitte offen sein, dass man in der Mitte runterschießen kann. Später. Das haben wir aktuell. Also noch geht's nicht, wir haben nicht die Zeit dafür. Das heißt, hier wäre das mal. Ich sag mir, so Raum immer nicht. Und wie werden wir hier schön. Das ist das Verkehrte. Das ist verkehrt, Junge, das ist. Das müssen wir machen. Das ist zu viel. Ah, 30.
Dann werden wir die entsprechend zerlegen. Wäre ja Blödsinn, wenn die normal machen. Also im Gepäck behalten brauchen wir nicht. So, genau das möchte ich haben am Rand. Die wollen ja nicht runterfallen, ne? Im Eifer des Gefechts. Gut, da geht nicht. Macht aber immer nichts. Schick. So. Mal ganz kurz überlegen, bevor wir hier was bauen, was ja nicht gut ist. Ja, wir hatten reichlich Beute im Schneegebiet. Alle. Alle. So. Gut, dann nehmen wir den Burschen auf. Dazu werden wir erstmal was nach oben legen, was wir nicht unbedingt sofort brauchen. Und dazu gehen wir mal auf so. Dann stellen wir ihn mal. Man könnte auch mit schießen, ne? Ja, da muss er noch anstehen. Sonst bringt das ja nichts. Der ist zu sehr am Rand. Junge, mit Rechtsklick. Na gut, dann lassen wir mal so. Geben doch einen Keller. Ich weiß nicht genau, ob um 19 Uhr oder so das Zeichen kommt für Blutmond. Dann haben wir auf jeden Fall Blutmond. Ansonsten, ja, zu früh gewollt. So, da nehmen wir eine Schaufel. Ne, das nicht. Auch nicht. Nicht Exit. Wir wollen heute nicht rausgehen. Was ist das? Wir sind nicht ganz im rechten Winkel. Das wird ungünstig zum Bauen her. Aber mal sehen. Ich möchte den Keller ein bisschen oder beziehungsweise unseren Durchgang, na, nicht gerade verschönern, aber optimieren, dass wir einen geraden Weg haben und später auch locker Fackeln anbauen können, ohne dass wir da die im Erdreich verschwindet.
kann man natürlich gut vorstellen, dass wir. Da, jetzt kommt der. Blutmond. Jetzt haben wir Tag 28, Blutmond. Ja? Toll, schön. Heute wird spannend. Extra lange Folge? Wahrscheinlich ja. Oder wir machen kurz einen Cut, mal Aufnahmepause und dann geht das richtig los für eine gute halbe Stunde, sag mal so, ne? Um die Folge nicht allzu lang zu ziehen. Vielleicht kann ich mir später so eine Dinger bauen, wo die nur die Hälfte sind. Das ist gut möglich. So eine Art Dreiecke. Klingt zwar jetzt bekloppt, aber es klingt einfach besser aus, ne? Weiß ja nicht, wie lange so eine Unterhöhlung aushält von der Belastung her. Ein paar Steine sind natürlich besser. Wenn man hier später die Decke macht, ne, und muss nach höher machen, ist Unsinn. Wir gehen ja in die Tiefe rein, weil das macht eher Sinn, in die Tiefe reingehen. Dann können wir auch eine Decke reinzaubern. Aber einen Augenblick eher nicht. Sei denn, wir brauchen Leben, dann kann es sein. Ne? Machen wir mal die Wände, die eine jedenfalls. Und das machen wir dann später. So, das nehmen wir weg hier. Und das Felsen. Nur das Felsen. Irgendwann wollen wir losziehen und auf Benzintour gehen. Damit wir mal schön uns versorgen können mit nötigen. So, jetzt wollte ich mal schauen. Einmal die Ecke wegnehmen. Oh, mal Felsen. Ein Haus ist Felsen. Später kommt Lehm. Naja, gut. Ist halt so, ne? Steine brauchen wir auch. So, wir sind um 18, 19 Uhr. Ups. Macht er irgendwas?
Normalerweise nicht. Nee, ist auch Lehm. Dunkler Lehm, so. Sieht mal nicht schlecht aus. So, jetzt gehen wir hoch und speisen ganz kurz, ne? Später werden wir hier tiefer graben. Und da vorne Treppe, damit wir nicht so tief müssen hier. So. Jetzt können wir ein paar Geräte weglegen, die wir nicht brauchen, die wir raussauntieren gleich. Wir werden schon mal hier Türen zumachen, falls sie durchbrechen, dass wir nicht gleich Besuch haben. So, gehen wir zur Kiste, schläft der rechte Arm ein. So, wenn wir alles rausnehmen, was wir nicht brauchen. Eine Axt vielleicht schon. Messer eher nicht. Lehm auch nicht. Die Maske brauchen wir auch nicht. Flasche Wasser, den bald ein Mann. So, Fasern, naja, normalerweise nicht, aber. Bis damit, ne? So, bitte Schrott. Klauen haben wir, falls wir reparieren müssen. Apropos reparieren. Das brauchen wir definitiv nicht. Wasser, das. Bretter für Reparatur. Das nehmen wir runter. Ich denke mal, wir brauchen keine Schaufel, wir brauchen auch keine Picke. Schon gar keine Geländer. So, es geht auch darum, falls wir mal sterben sollten, dass wir nicht unbedingt alles verarbeiten, ne? Ja. Gut. Steine. Steine. Bisschen Steine, bisschen Lehm. Und kurz ein paar Pflastersteine herstellen. Falls wir mal reparieren wollen, ne? Haben wir mehr Steine? Nur ein Burger zum Essen. Hier ist was zum Trinken und hier oben ist Ressourcen. Ja, zwei haben wir noch. Bringt aber auch nicht viel weiter. So. Zement, Kohle. Ja, einer. Zwei. Gut. Plus 1. Plus 2. Dann werden wir uns mal kurz auswechseln, ne? Das heißt, kurzerhand mal kurz rüber und Eisen genommen. Wenn er besser ist, ne? Kann man brauchen können. Der ist zwar ein Mod drin, aber egal. Nehmen wir hier raus, das Zeug. Das behalten wir noch. So, gehen wir aus unserem Dach hoch. Speisen, wir wollten was essen. Wir haben was da. Kaffee ist wichtig. So. Was trinken gegen möglichen Durchfall. So. Die behalten auf 10 drinne für die mögliche Heilung, die wir brauchen können. Natürlich erstmal heilen wir im Prinzip. Jetzt gehen wir hoch. Jetzt haben wir 19. Na ja, ziehen wir die Sache durch. So. Wir sind da. Ich hoffe ja, dass sie
Ja, und da oder von hier. Hier kann ich gut schießen, wenn sie von da kommen. So, wenn sie von da kommen, einmal von hier, sicherlich. Das hier nur Holz, das einzige Problem. Aber denk mal, das für uns okay, denke ich mal. So. Wir werden mal die Gamma ein bisschen höher stellen. Weil meine Erfahrung ist es so, dass wir da. Sonst haben wir nachts ein Problem. Und ich möchte ja nicht. Ich werde mal ganz kurz. Na, das lasse ich so. Ich werde nicht mehr was ändern. Ja, wie das klingt Gewitter, ne? Die hat einen schönen Bumm, sag mal so, ne? Jetzt da tre ein Treffer, ein Toter so ungefähr. Natürlich möchte ich auch viel erledigen wegen der XP, aber ich werde nicht traurig sein, wenn die mir einige abnehmen. Da ich ja nicht genau weiß, von wo sie kommen. Letztes Mal kamen sie von rechts. Da waren sie da an der Ecke fleißig aktiv und haben da alles zerstört. Dann sind sie ganz schnell hoch und ich musste nach oben flüchten. Und nur durch die Tatsache, dass sie mir die Treppe zerstört haben, kamen sie nicht höher. So, hier habe ich natürlich ein bisschen was aufgebaut. Hier auch. Dass sie hier nicht so dicht rankommen so schnell. Dass ich es in aller Ruhe abballern kann. In aller Ruhe. In Anführungszeichen. So, nach dem heutigen Tag werde ich es umstellen auf 7 Tage. Dass Blutmond alle 7 Tage kommt. Ja, und dass wir da ein bisschen zügiger vorankommen. Das war der erste ja, Versuch einer. Kleinen Basis der Möglichkeit, die wir hatten. Noch alles aus Holz. Auf dem Grunde, weil Holz hatte ich damals genug und ich hatte auch Angst, dass das ganze Gestell der zusammenbricht. Ich wusste nicht genau, wie, ob das nur aus Beton oder Stahl ist oder so. Keine Ahnung. Die Säulen werden aus Beton sein, aber der Rest weiß ich nicht genau. So, nur mit dunkler. Wo wir Gamma haben. Hier oben habe ich ein bisschen weniger Licht, aber unten habe ich ein paar Dinge aufgestellt. Am Tag 30 normalerweise sollte wieder alles neu looten, also neue, was ich mal leer gemacht habe, wieder da sein. Aber das weiß ich nicht genau. Jedenfalls brauchen wir noch ein bisschen Ressourcen. Das heißt Eisen, dazu brauchen wir viel Benzin, weil wir mit einem Erdbohrer viel schneller arbeiten können als mit der Picke. Grunde will ich auch mein Wissen in Gartenbau, sagt man so, Ackerbau verbessern, um so mehr Zeit zu haben, um andere Dinge zu machen, wenn man hier sich um Essen nicht mehr kümmern muss. Ne? Hoffe, ihr hört alles schön deutlich und laut. Ja, denkt man schon, wird schon gut sein. Ja, können wir ganz kurz mal Option, Audi, Musiklautstärke gehen wir auf 16. Ja. Yes. Back. Machen wir alles auf Video. Seid ihr mal live dabei. Hier nebenan sind wir die Zombies voll drin, wenn man da reingeht, wird man lieb begrüßt. Deswegen habe ich auch entschieden, na gut, in dem Haus nicht, aber in einem anderen Haus war ja die Werkbank. Und ich habe ja mal die Werkbank gesucht und dann plötzlich ging ich rein und plötzlich richtig erschrocken, dass plötzlich zwei, drei vor mir standen und ich wild den Ausgang gesucht habe und fast nicht gefunden habe. Naja, und dann, ne, war ja fast tot, ne, das ist schlecht. Und da werden sie gut, dann werden mit Jagdgewehr
Irgendwann kriegt auch so ein Display oder so ein Zielfernrohr und vielleicht auch ein besseres Jagdgewehr. Mal sehen. Selbst bauen wird nicht möglich sein. Dafür werden wir zu wenig XP kriegen auf Dauer. Aber schauen wir mal, ne? Irgendwann wird es schon werden. So, mal ganz kurz den Binder aktivieren. Wir haben da ein bisschen aufwerten auf 26. Ja, die Aufregung steigt. Ja, Munition selber herstellen, das ist mein Ziel. Letztendlich, weil die müssen ja immer für Hülsen immer Bronze sammeln. Und das ist ein bisschen schwierig geworden. Eine Brücke wäre vielleicht, aber bringt ja auch nichts. Ich weiß ja nicht, von wo die kommen. Das ist das ganze Problem. So, eine Stunde noch in Game. Also die Folgen sind sehr weit voraus aufgenommen worden. Wenn immer so weit ist, dann werde ich auf die Folgen direkt nicht reagieren können, aber ich reagiere immer bei Kommentare sofort schriftlich. Wenn jemand mal Fragen hat oder Tipps, immer gerne. Wenn ich was weiß, kann ich gerne antworten. Das Ding kann ich auch außen anbringen können, ne? Genau. Wir machen jetzt, ja, es ist genau 26. Wir werden hier kurz Aufnahme stoppen. Dann werde ich eine neue Folge beginnen und dann könnt ihr sehen, in der nächsten, wie das losgeht, ne? Und so haben wir eine volle Aufnahmezeit. Dann sage ich hier mal ganz kurz Tschüss und ciao, ciao. Man sieht sich dann gleich wieder im Kampf im Blutmond. Tschüss.